Die nächsten Wochen könnten für dich als Altcoin-Investor richtweisend sein. Es ist eine Chance, die du wirklich nicht verpassen willst. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, Coins und Token im Midcap-Bereich günstig einzukaufen, bevor die ganze Euphorie einsetzt. Ich denke nämlich, wir dürften hier ungefähr noch im Optimism sein. Und das Projekt, das ich dir halt eben ans Herz legen möchte, ist Akash. Es hat nämlich vom Hype noch nicht viel abbekommen, aber sobald das Narrativ dran ist, dürfte es sehr stark davon profitieren. Die kommenden Wochen könnten hier den größten Bullrun aller Zeiten einläuten, eine Phase, die alles bisher Dagewesene übertrifft. Während jetzt Bitcoin, Solana, XRP, Cardano, Avalanche und so weiter aktuell dominieren, beginnt die Altcoin-Season, wenn Kapital von den größten Coins in die kleineren fließt. Und historisch passiert das, wenn Bitcoins Marktanteil, das kann man hier mal ganz gut sehen, so zwischen 60% und 65% liegt. Fällt dieser Anteil, steigen die Gewinne der kleineren Coins. Und hier entsteht dann das echte Potenzial. Da ich jetzt schon öfter über Akash gesprochen habe, halte ich mich hier kurz. Also das Akash Network, das nennt sich ja selbst Supercloud. Es ist eine offene Plattform, auf der du eben Rechenressourcen kaufen und verkaufen kannst. Und das unabhängig von so Cloud-Giganten wie jetzt Amazon. Besitzt du also ungenutzte Serverkapazität, vermiete sie. Brauchst du kurzfristig Rechenleistung, dann kaufe sie einfach. Simple as that. Und was ich auch interessant finde, ist, dass das Netzwerk Open Source ist. Du kannst den Code also einsehen, nutzen und sogar verbessern. Transparenz und Kontrolle stehen hier also im Mittelpunkt. Und mit dem Upgrade auf Mainnet 6 unterstützt Akash jetzt auch GPUs von Nvidia und AMD. Ideal also für die ganzen anspruchsvollen Anwendungen wie KI oder Videobearbeitung. Aber was macht denn jetzt Akash einzigartig? Die Plattform, und das finde ich halt richtig gut, reagiert auf reale Herausforderungen, wie zum Beispiel die weltweiten GPU-Engpässe. Okay, die aktuellen GPU-Engpässe haben sich entspannt. Nvidia hat da wirklich sehr stark daran gearbeitet. Doch die Möglichkeit, dass sich die Lage erneut zuspitzt, ist real. Die Nachfrage nach GPUs bleibt halt eben hoch, besonders halt eben durch diese wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz und auch High-Performance-Anwendungen. Und diese Trends könnten die Marktverfügbarkeit wieder stark belasten. Ein weiterer Faktor, den ich mir vorstellen kann, der die Nachfrage nach GPUs in die Höhe treiben könnte, sind Projekte wie Zora. Solche Systeme könnten die Anforderungen an GPUs nochmal deutlich sprengen. Wenn also solche Engpässe erneut auftreten, wird die Rolle dezentraler Plattformen wie Akash entscheidend sein. Sie ermöglicht schließlich flexiblen Zugang zu GPU-Leistung und macht den Prozess effizienter und günstiger. Und das Gute ist, mit den AKT-Token bezahlst du dann innerhalb des Netzwerks für die ganzen Rechenressourcen. Und was mich auch ziemlich bullisch stimmt, ist ja, dass die Plattform sich an der Spitze zweier wachsender Märkte positioniert, nämlich DeepIn und KI. Und die Kombination dieser Narrativen erhöht, wie ich finde, die Relevanz von Akash erheblich. DeepIn dressiert ja den Bedarf an resilienten, kostengünstigen Infrastrukturen, während KI auf der anderen Seite eher so die Innovationskurve antreibt. Und gemeinsam eröffnen sie ein Marktpotenzial, das, wie ich finde, weit über die aktuelle Marktkapitalisierung von Akash hinausgeht. Akash steht, wie ich finde, an der Schnittstelle zweier wachsender Trends. Und wenn das kein perfekter Nährboden für langfristigen Erfolg ist, dann weiß ich auch nicht. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden ist Akash also noch am Anfang, wenn du jetzt den ganzen Hintergrund betrachtest. Durch die steigende Nachfrage nach GPU-Leistung könnte das Projekt zu einem der größten in diesem Bereich werden. Eine Marktkapitalisierung von 50 Milliarden ist natürlich ambitioniert, aber es wäre nicht unrealistisch. Akash hat die Narrative, den realen Nutzen und auch die Marktbedingungen auf seiner Seite, um in diesem Bullrun massiv zu wachsen. Ob es die 50 Milliarden erreicht, hängt natürlich von der tatsächlichen Adaption, den ganzen strategischen Partnerschaften und auch der allgemeinen Marktstimmung ab. Aber wie gesagt, es ist nicht unrealistisch. Und wenn auch ein 30 oder 40 Mal bei rumkommt,
Vom aktuellen Stand ist das trotzdem eine wirklich enorme Menge. Aber was denkst du denn über Arkash? Denkst du das Gleiche und siehst du auch dasselbe Potenzial oder eben nicht? Dann schreib das gerne mal in die Kommentare. Deine Meinung würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Wir hören uns im nächsten Video. Mach's gut.